immer so getan, als könnte ich es nicht erwarten. Aber jetzt, wo es soweit ist, manchmal denke ich, es ist besser, dass ich gehe. Weißt, wie ich angefangen habe, da haben wir die Stritzis alle noch gekannt. Das waren wilde Verbrecher drunter, aber die hatten alle so was wie eine Ehre gehabt. Das ist heute alles anders. Ja, aber nicht erst heute. Es wird immer härter, schneller, brutaler. Das ist nicht mehr meine Zeit. Weißt du, wie viele Dienstjahre ich habe? 41. 41! Und ich habe alles gesehen. Alles. Und manchmal verlierst du den Glauben an die Menschheit. Aber das brauche ich dir ja nicht erzählen. Aber weißt du, was war? Ich habe mich der Sache immer gewachsen gefühlt. Und dieses Gefühl habe ich nicht mehr. Darum ist es besser, dass ich gehe. Du bist der Spitzenkleberer. Immer noch. Ein kleiner Krimineser, Moritz, dem seine Zeit um ist. Na, jetzt komm. Na, um Gottes Willen. Wenn das jetzt gehen, dann musst du ja morgen noch was arbeiten. Und du auch. Die letzte Woche reiß ich mir sicher kein Haxen mehr aus. Hast du das je? Oh, ich muss das schon sehr bitten. Ja, ich bin immerhin ein Spitzenkleberer. Beende nur meine aktive Laufbahn. Jetzt kommt die passive. Scheiße. Ich rufe der Taxi. Wir so super sind, Moritz. Warum werden die Zeiten immer schlechter und nicht besser? Weil wir die Zeit nicht machen. Wir räumen nur hinterher auf. Ernstl? Servus Moritz, es gibt Arbeit. Aha. Ein Überfall mit zwei Toten und ein Schwerverletzter. Und wo ist das? In 100 Metern bitte rechts abbiegen. In 50 Metern bitte rechts abbiegen. Bitte erst. Servus. Ich bin gleich bei dir. 9 mm Parabellum 7121. Sieht man selten. Das ist eine Militärmunition, oder? Ja, und die nicht mitgespart. Einmal Kopf, zweimal Brust und Profitschock. Der Kopfschuss war fast aufgesetzt. Gleiche Methode wie bei dem anderen, der liegt drinnen im Haus. Was hat er da in der Hand? Zigarettenanzünder. Wollte sich wohl gerade eine anrauchen. Zigaretten sind aber keine da. Die schaust du schick findest. Servus. Servus. Samir Tartan. Ja, der dürfte sowas wie ein Security gewesen sein. Es liegt aber nichts vor. Wenn du mich fragst, haben die zuerst den da, dann den zweiten Sicherheitsmann hinten im Haus erledigt, dann haben sie den dritten da aufgelauert. Und wie der rausgekommen ist, haben sie angegriffen, weil ab da hast du eine Patronenhülsen. Der ist zurück ins Gebäude, die sind ihm nach und irgendwo da
hat er dann seinen ersten Treffer gekriegt. Wow. Weil ab da hast du gut gespielt. Aber irgendwie hat er es ins Haus zurückgeschafft. Die Tür ist voll Stahl. Jetzt schau dir mal die Einschüsse an. Die Munition ist kein Dreck, was? Wo führt denn die Kameras hin? Da gibt's drin einen eigenen Raum. Aber wenn's nicht so ausschaut, der hat überlebt. Das heißt, wir haben einen Zeugen? Ja. Wird er bewacht? Ja, wenn man warm beim Krankenhaus. Und was wissen wir von dem? Nicht viel. Er heißt Valminan und ist der Buchhäuser der Firma. Was macht die Firma? Intercom, Import-Export, Großhandel von Weißware. Weißware? Waschmaschine. Kühlschränke. Achso. So. Der heißt Agin Kodra. Über ihn haben wir auch nichts. Der ist noch von draußen durch die Klappe erschossen worden. Olli, was ist denn das? Feuerzeug. Ja. Agim, Dada, Nano. Was sind das eigentlich für Namen? Albanische. Kann man sich das anschauen? Ich denke schon, dass das aufzeichnet wird, wenn du die ganzen Festplatten da anschaust. Ja, dann komm. Na nicht jetzt, das ist viel zu kompliziert, da brauchst du einen Techniker. Aber ich habe schon einen angefordert. Gut. Sammle mir bitte dann noch alle Zigarettenstummel ein, die du draußen finden kannst, okay? Mhm, mach ich. Weißt du, was komisch ist? Das muss doch einmal zur Knallerei gewesen sein. Aber der Portier von da sagt, er hat nichts gehört. Hätte aber eigentlich müssen. Ja, 6 Schüsse. 3 für den, 3 für den hinten. Da war der Nano noch im Gebäude. Wenn er das gehört hat, wäre er nicht rausgekommen. Also? Schau dir einfach, klar. Ja. Hey Marco. Ja? Bring mal ein paar Handschuhe und eine Taschenlampe. Mach ich. Der ganze Sicherheitsaufwand für Waschmaschinen und Kühlschränke. Glaubst du das? Na, vielleicht kann uns das der Router erklären, falls er jemals aufhört zum Telefonieren. Wo war das? Danke dir. Und wer hat's gesehen? Schau dir das an. Das ist ja schon die Frage, wie die Angreifer überhaupt aufs Gelände kommen sind. Ich meine, da kommt ja niemand rein ohne Registrierung, Frachtpapier und den ganzen Scheiß. Der Aschenbecher hat nie Zigaretten gesehen. Sag mal, was machst du da eigentlich? Deine Fragen beantworten. Bitte? Wissen wir, wer rund um die Tatzeit rein und rausgefahren ist? Okay, Huber, hol mir mal den Portier her. Entschuldigung. Servus. Servus. Was telefonierst du die ganze Zeit? Irgendwo dahin. In einer der Hallen lagern 200 bis 300 Kilogramm Heroin. Was? Das ist der Sitz des Syndikats, das den Heroinhandel im ganzen Land kontrolliert. Ja, servus. Die Intercomp ist weit mehr als eine Tarnfirma. Die handelt mit Weißware. Und wie passend? Und völlig legal. Nur, dass ungefähr in jedem 100. Gerät Heroin versteckt ist. Was machst du da eigentlich? Wenn das ein Syndikat ist, so wie du sagst, dann sind das Profis. Aber die hier, die haben sich überrumpeln lassen wie die ärgsten Anfänger. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Schau her, dieser Container hier, die alle, bis da hinten hin, sind alle leer, alle. Die da drüben, die sind alle voll. Der hier ist als letzter geleert worden. Von hier aus haben sie den Angriff gestartet. Und jetzt komm. Da schau, da war das Fenster offen. Der Typ hatte immer noch den Zigarettenanzünder in der Hand. Zigaretten haben wir keine gefunden. Der Aschenbecher von dem Auto ist absolut jungfräulich. Das heißt, der Typ hat mit Sicherheit nicht geraucht. Er wurde um Feuer gebeten. Und wer kann so einfach um Feuer bitten? Die Müllabfuhr. Sind als Müllmänner gekommen. Ja, aufgeräumt haben sie. Ja, absolut. Ja? Ja, und? Das wollt ihr schon. Koba! Ja? Ruf mir doch bei der Emma 48 an und frag sie, ob sie einen Müllwagen vermisst. Ja, bei der Müllabfuhr reicht jetzt niemand. Ja, dann mach's morgen in der Früh. Aber wie heißen Sie nochmal? Pozelinek. Wie? Pozelinek. Haben Sie einen Kaffee? Ja, ich bring ihn an. Zwei, wenn's geht. Schwarz mit Zucker, bitte. Herr Inspektor. Die Müllabfuhr, die war heute viel früher da, als ich nichts gedacht habe. Ja, sonst wollte ich es nicht gedacht haben. Ja, ey. Ja. Ja, gut. Ja. Danke. Wie geht's denn deiner Tochter? Danke, gut. Die Drogengeschichte, ist die vorbei? Das ist jetzt 2 Jahre her. Das war einmaliger Ausrutsch, da seitdem hat der Claudia nichts mehr angegriffen. Und wenn, dann wüsstest du es. Ja, ernsthaft. Ich wüsste es. Gut. Operation Hiob, sagt dir das was? Nein. Seit 3 Jahren sind wir an dem Syndikat dran. Mit 8 Mann, rund um die Uhr. Wir hören alles mit. Und wir haben einen verdeckten Ermittler drinnen. Wir wollen nicht nur das Gift. Wir wollen das Syndikat umfallen, wir wollen den Kopf. Das ist Operation Hiob. Da bist du ab sofort zugeteilt. Und werde ich auch gefragt? Nein. Der Kopf von dem Syndikat ist ein gewisser Fatun Zio. Dr. Fatun Zio. Ein Ex-Geheimdienstmann, absoluter Vollprofi. Damit wir den kriegen,
müssen wir unseren Mann in seinen innersten Kreis bringen. Wo er noch nicht ist, entschuldige. Und schwer reinkommt. Na! Wer ist denn für den Überfall verantwortlich? Wissen wir nicht. Die wissen es aber auch nicht, verstehst du? Ah, das heißt, sie soll das rausfinden. Wir geben die Erkenntnis unserem verdeckten Ermittler und der macht sie im Syndikat damit wichtig. Das ist der Plan. Naja, damit könnte er reinkommen. Oder ins Grab. Aber nicht naja. So, aber kannst du nicht dran, gell? Was ist? Ja, den Krankenwagen haben sie überfallen. Scheiße. Puh. Saubere Arbeit. Und warum ist der, wie heißt der nochmal? Valmir Nano. Warum ist denn der so wichtig? Der ist der Finanzchef der Interkonto, der weiß alles. Geldströme, Finanzen, Konten. Der ist das Nervenzentrum. Wer den liquidiert, der weiß, was er tut. Die waren mit drei Autos unterwegs. Lauter. Die zwei Vorderen haben den Krankenwagen in die Zange genommen und von der Straße gedrängt. Aus dem letzten Fahrzeug ist dann einer rausgesprungen und hat die Tür aufgerissen und von hinten reingeschossen. Gibt's eine Täterbeschreibung? Männlich, kräftig, dunkler Trainingsanzug, Kapuzen am Kopf. Was ist mit den Autos? Zwei schwarze Geländewagen, einer davon mit Silber und der schwarze S-Klasse. Der Fahrer vom Rettungswagen hat sich sogar Kennzeichen gemerkt. Das ist aber gestohlen, hab ich nachgeschaut. Möchtest du mit dem reden? Nein, nimm du das auf. Ja, mach du das. Wir müssen. Einsatzbesprechung um 7 Uhr. Genau dort. Gerade Zeit, dass wir uns frisch machen. Viel Spaß. Du mir? Morgen. Was ist das denn? Unser Kühlschrank spinnt. Ist er auf Abtaum? Nein. Pass auf, da ist alles nass. Ich mach's schon. Danke, bis dann, Schatz. Stress? Ciao. Ciao. Froh, wenn Sie ihn kriegen. Servus, Moritz. Komm rein. Kollege Eisen, die Herrschaften der Operation Hiob. Kollege Czermak, der Leiter der Operation. Morgen. Kaffee? Ja, gern. Also, die Übung steht und fällt mit den Ermittlungsergebnissen. Wenn die was taugen, wir damit unser Mann im Syndikat profilieren können, wenn wir sie verwenden. Dann nicht, dann nicht. Und eins ist klar, Sie werden keinen Kontakt zu unserem Mann haben. Sie werden nicht wissen, wer er ist, wie er ausschaut, was er tut. Was, wann und wie Ihre Informationen an ihn gehen und was er davon dem Syndikat steckt, das entscheide ich als der verantwortliche Führungsbeamte und sonst niemand. Unser Café, unsere Regeln. Sie halten das, wie Sie wollen. Wir müssen nur wissen, welche Informationen wir an das Syndikat geben und wann. Weil so einen Angriff lassen die nicht auf sich sitzen. Die wollen Rache. Na und? Sehen Sie die roten Punkte da? Belgien 3, Holland 3, Deutschland hat 5, 4 in Frankreich, Skopje, Pristina, einen, Slowakei hat welche und so weiter und so fort. Jeder Punkt einer Auftragswort des Syndikats, aktueller Stand 23. Österreich hat noch keinen und so soll es auch bleiben. Mir ist das scheißegal, ob die sich gegenseitig die Schädel einschlagen. Entschuldigung, Herbert. Steh auf laut. Mit dem Retter? Soll er. Wer ist das? Sehr Anwalt. Was heißt, der Tatort ist noch nicht freigegeben? Es ist meine Sicherheitszentrale. In meiner Firma verflucht noch einmal. Finde heraus, wer der Vorgesetzte von diesen Idioten hier ist und reiß ihnen den Arsch auf. Nicolin Leschi, unser Übersetzer. Guten Tag. Und das war unser Freund. Faton Zio, Kosovo-Albaner. Doktor der Psychologie, Universität Zürich, während des Studiums in der Studentenbewegung und Rausschmeißer einer Disco in der RPA. Dann Waffenbeschaff und Geldeintreiber für die UCK. Spricht 5 Sprachen, lebt unauffällig mit Frau und Kindern in unserer schönen Stadt. Und er hat mächtige Freund. Und damit kriegen, mit oder ohne euch. Tut mir leid, aber den haben sie genauso überfahren wie uns, wie dich. Schützt seinen Mann und seine Operation ist doch okay. Ich will seinen Mann weiterbringen, denk dran. Du machst in der Sache keinen Schritt ohne mich und berichtest ausschließlich mir, ist das klar? Ja, sicher. Ja? Servus, wir haben die Aufnahmen jetzt gefunden. Na super. Sollst du ins Büro vorbeibringen? Nein, ich komme dann zu euch. Okay, bis dann. Ja? Servus. Wir haben die Bilder von der Überwachungskamera. Moritz, sei vorsichtig, ja?
Bitte komm, ich weiß, wie das Spiel läuft. Bist du sicher? Ja. Entschuldige. Claudia? Hallo, Paps, ich bin's. Stör ich? Naja, ein bisschen. Ist was Dringendes? Naja, unser Kühlschrank ist voll im Arsch. Bitte. Ja, ich hab den Stecker raus und wieder reingesteckt. Und dann hat es gequalmt und plötzlich einen riesen Kurzschluss gegeben. Oh je. Der Kühlschrank ist hin. Du, Claudia, lass uns das ein bisschen später besprechen. Es klopft schon wieder wer an, ja? Servus. Servus, Bernhard. Na, schon auf? Ja, noch gar nicht niedergelegt. Warst noch Lumpen? Nein, das war nur die... Das was war. Aber nicht von dir. Warum hast du mich nicht verständigt? Peter, du warst ja gar nicht mit dem Zustand zu ermitteln. Du bitte erzähl mir nicht, in welcher Verfassung ich ermitteln kann, ja? Ich war noch immer da, wenn man mich gebraucht hat. Na gut, dann mach Druck im Labor. Ich will wissen, was das für Waffen waren. Und find mir diesen scheiß Müllwagen. Der muss ja irgendjemanden abgeben. Ja. Na und was machst du? Auch was? Fernsehschauen. Servus. Hast recht gehabt. Gleiche Tour wie der Herrinnen. Geh nochmal zurück an die Stelle, wo er beim Auto steht. Kurz vorm ersten Schuss. Ja, genau. Geht es größer? Schärfer? Nur im Fernsehen. Kennst du die Waffen? Nein. Du? Der kann mit ihnen eingehen. Schau, da hätte er sich noch geschafft. Ja, gibt da nicht viel her. Herr Sonderermittler, Herr Dr. Sio hätte Sie gerne gesprochen, wenn es Ihre Zeit erlaubt. Ja, danke. Ich melde mich. Ja, zu mir waren Sie nicht so freundlich. Ist der kein Sonderermittler? Special Agent. Trottel. Habt ihr noch Zigaretten gefunden? Stummeln. 27, um genau zu sein. DNA von allen. Das gibt einen Aufstand. Wurscht, sag mir das nicht mehr. Bitte, der Herr Doktor ist gleich bei Ihnen. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Nein, danke. Guten Morgen. Verzeihen Sie, bis Sie warten ließen. Wurde Ihnen schon etwas angeboten? Ja, danke. Ich will Ihnen vorweg versichern, ich werde alles tun, um Sie in Ihrer Arbeit zu unterstützen. Bitte. Haben Sie eine Vermutung, wer hinter diesem Angriff stehen könnte? Nein, nicht die geringste. Hatte der Herr Nano Feinde? Valmir Nano war mein Finanzchef und mein Freund. Sein Tod ist ein schwerer Verlust für unsere Firma und unterstützt alle sehr. Aber treffen wollte man mich. Und wer könnte daran Interesse haben? Ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass ich einen Freund verloren habe und zwei andere Leute. Und dass ich auf meiner Eingangstür gezählte 7 Einschüsse habe. Kaliber 9 mm, Parabellum würde ich sagen. Wissen Sie, woher das Wort Parabellum kommt? Civis pacem, parabellum. Wenn du Frieden willst, so rüste zum Krieg. Ich bin gerüstet. Und sie werden mir sagen, gegen wen. Krieg? Haben Waschmaschinen und Kühlschränke? Machen wir uns da nichts vor. Ich habe mir in der Vergangenheit viele Feinde gemacht. Dass sich ein Sonderermittler des Innenministeriums um diesen Fall kümmert, verdanke ich auch dieser Vergangenheit. Herr Eisner, finden Sie diese Leute. Sie werden es nicht bereuen. Bitte schön. Also das ist seltsam. Der Müllabfuhr fehlt kein Wagen. Das gibt's ja nicht. Was ist denn das für Sauwirtschaft? Die Müllabfuhr hat keine Sauwirtschaft. Die hat ein Fuhrparkmanagement. Da gibt es das nicht, dass ein Wagen fehlt und keiner merkt was. Also, sagen's. Bernhard, der Müllwagen ist auf der Aufnahme drauf. Woher soll ich das wissen? Zeig's mir und ich kenne mich aus. Schlecht schaut's aus. Danke. Bitte. Da schau.
genau das, wovon wir heute in der Nacht geredet haben. Sehr professionell, die Herren. Musst du das wirklich noch antun? Es geht noch 5 Tage. Ich wünsche dir nur das eine. Wenn du einmal so weit bist wie ich, dass dir keiner kommt wie du mir. Du. Schau, ich bin ein Kieberer. Ich habe immer gedacht, wir schnappen uns die. Und das ist das Letzte, was ich tue. Bernhard, bitte, jetzt komm. Was machst denn du da? Arbeiten mit mir. Ah ja. So, bist du noch zu retten? Du willst die DNA von 27 Zigaretten stummeln? Weißt du, was das kostet? Ein Test 300 Euro, das ist doch ein Irrsinn. Ja, nur dieser Irrsinn ist unsere einzige Chance. Weil alles, was wir haben, Video, Mistwagen, Auto, Zeugen, Waffen, alles, führt uns vielleicht zu den Tätern, aber beweist überhaupt nichts. Der einzige Beweis, dass die am Tatort waren, ist das da. Da sind ihre DNA-Spuren drauf. Alles andere kannst du vergessen. Moritz, hättest du kurz. Na ja, geh schon. Ihr könnt's marschieren, ich geh dafür was arbeiten. Gut, wir machen die Tests. Warum hast du da den Weiler mit reingezogen? Das ist doch nichts mehr für ihn, der soll in Ruhe seinen Abschied feiern. Tut er ja eh. Wie stellst du denn das vor, du bist Teil einer verdeckten Operation? Okay, bitte, Herzl, tu ihm das nicht an. Ich krieg das schon hin. Wir müssen... Stehe ich? Wir wissen ja von den Videos ganz genau, wann die Täter mit ihrem Mistwagen weggefahren sind. Und auch, wann die Rettung mit den Verletzten los ist. Das heißt, ja? Wir können uns ja ganz genau ausrechnen. Wie ist denn das? Ja, das ist okay. Im Umfeld des Opfers. Nicht weg, na, schau mal an. Danke, servus. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, meine Herren. Wir kennen die Waffe. Eine Regen, beziehungsweise zwei, beide nicht registriert. Da haben wir schon. Pistolett Jerigina. Codename Krach, die Krähe, russische Militärpistole. Gib gleich eine Anfrage an Interpol raus. Kollege Weiler. Ja, ja, geh ja schon. Eine echte Hilfe. Das kannst du mit den German weitergeben, russisches Waffenmodell. Aber mehr nicht. Fahr zu ihm, das ist besser. Übrigens, wegen der Waschmaschine. Kühlschrank? Ja, wir haben da jemanden, der kommt morgen früh zu dir. Wieso? Da kriegt die Polizei Prozente. Ja, so wie danke. Eine russische Waffe, na immerhin. Das ist ja auch schon was. Welcher Typ? Danke für das Vertrauen. Aber ich brauche es für Sie. Spiss ab. Du, wir haben da vielleicht einen Kontakt. Der kennt einen Ermittler, der an deinem Fall arbeitet. Einer unserer Händler. Zuverlässiger Mann. Zuverlässig? Ich will wissen, wer hinter dem Angriff steckt. Also erspare mir irgendwelche scheiß Clowns. Nervös daher. Aber wir haben noch was. Find heraus, wer dieser Eisner ist. Der sieht eigentlich nicht korrupt aus. Finde so einen schwachen Punkt. Familie, Schulden, Weiber, was auch immer. Okay, mach ich. Ich dachte, wir sollten das wissen. Wo ist der Makarov? Was? Die Morde des Syndikats sind immer mit einem und derselben Waffenfaktoren. Einer russischen Makarov. Der Killer selber ist ein Phantom. Nie Zeugen, nie Spuren. Darum läuft er bei uns unter Makarov. Es waren ja Regens. Geht nicht raus. Ich werde sie erhören. Seine Vorteile, wenn man nur ein einfacher Krimineller und kein abgehobener Sonderermittler ist. Man bleibt am Boden und hat Kontakt mit den ganz normalen Verbrechern, wie zum Beispiel diesen Herrn hier. Vor knapp einem Jahr gab es eine Riesenschlägerei in einem Puff in der Heinestraße. Die Russenpartie ist einfach rein und wollte den Laden übernehmen. Das war aber den Serben, denen das gehört hat, gar nicht recht. Und sie haben auch gewonnen. Es gab ein paar Verletzte, einige Festnahmen. Und vor allem das hier. Pistolett Jarigina. Die hat man vor Ort gefunden. Hat natürlich keinem gehört. Und wie du das heute gesagt hast, ist mir eingefallen, dass mir die Waffe irgendwann einmal untergekommen ist. Vielleicht gibt es da eine Verbindung?
Nicht schlecht für dein Alter. Ja. Aus mir wird noch was. Ja, Schatzi. Na, im Büro. Was heißt, wieso? Ich arbeite hier. Ja. Nein, ich komme heute nicht früher nach Haus. Ja, ich werde noch gebraucht. Ja, Bussi, Papa. Was ist mit dem Mistwagen? Nix. Aber ich hab nachgerechnet, wo der sein könnte. Ihr habt nur 23 Minuten gehabt, um ihren Mistwagen wegzufahren, in ihre Autos zu wechseln und die Rettung abzupassen. Das heißt, die können nicht mehr als 2-3 Kilometer gefahren sein. Da ist der Kreis. Und irgendwo da drinnen muss der Mist-LKW sein. Ich habe einen Streifen angewiesen, Ausschau zu halten. Gut. Danke, Bernhard. Ich kann nicht mehr. Bin seit 40 Stunden auf. Schlaf dich aus. Sag mal, wie hat dieses Buff nochmal geheißen? Diamond Times. Aber schlaf lieber zu aus. Wirst mir echt abgehen. Bett. Du hast uns morgen wieder Rückenschmerzen. Nee, bitte, lass mich doch einfach liegen. Aber komm bitte. Hey. Reisner? Ja. Guten Morgen. Ich komme wegen Kühlschrank. Ihr Chef schickt mich. Ach so, ja. Kommen Sie her. Der ist tot. Kann man den reparieren? Das da? Steinzeit. Und Verbrechen an der Umwelt. Mit dem neuen Gerät sparen Sie mehr Strom, als es Ihnen kostet. Ja, aber was kostet der? Das ist günstig. Für Polizei. Außerdem muss ich sagen, Gerät ist zweite Wahl. Was heißt zweite Wahl? Na, erste Wahl für intelligente Menschen wie Sie. Gerät hat einen kleinen Kratzer auf der Rückseite und schon zweite Wahl. Menschen wollen makellos, aber das Leben ist nicht makellos. Wir haben alle kleine Kratzer. Oder? Ja. Ich nehme den. Morgen. Morgen. Mit, schaust du aus. Was doch in Diamond Times? Na komm, lass mich. Das war's Neues. Allerdings, die Interpol hat uns was geschickt. Diese Yarigin haben sie vor allem im Tschetschenienkrieg eingesetzt. Dort sind größere Bestände in die Hände von Rebellen gefallen. Seitdem tauchen sie in ganz Europa auf. So auch bei uns, bei diesen Herren hier. Und wissen wir, wo die sind? Ja. Der sitzt in Deutschland, der ist unbekannten Aufenthalts. Und die zwei hier, Soslanovic und Kaspolatovic, arbeiten in Wien für diesen Herrn hier. Krimov, Timur. Krimov, der sagt mir was. Ja, er kontrolliert das Rotlicht im Zweiten. Genau. Ja. Und? Er drängt massiv ins Drogengeschäft. Also, so sagt man halt. Und wo findet man den? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Muss ich nachschauen in die Akten. Danke. Gut. Bin gleich wieder da. Morgen. Guten Morgen, Moritz.
Danke für den Kühlschrank. Gern, netter Typ, oder? Was? Ein netter Typ. Ach so, ja. Aber ich habe auch was für dich. Ich glaube, wir können das mit der Jarigin rausgeben. Die ist so weit verbreitet, das erlaubt nicht wirklich einen Rückschluss auf irgendeine konkrete Gruppe. Gut, dann gibt's den Jermak weiter. Sonst noch was? Naja, wir haben eine Spur, aber... Machst du vielleicht die Tür zu? Na, wer bitte soll das hören? Ich und sonst niemand. Was für eine Spur? Zur Partie von Grümow. Aber das ist noch zu früh. Dann kein Wort, eh klar? Ja, sicher. Servus. Ciao. Jermak? Ja, hallo, Eisner hier. Wir können die Jarigin weitergeben. Sehr gut, danke. Ja, danke, servus. Ciao. Bitte. Hab ich dann gefunden. Danke. Also, der Grümow hat alle seine Firmen und Berufs in DMK, Sicherheit, Veranstaltung und Beteiligungs GmbH zusammengefasst. Residiert übrigens in der Heinestraße, wo auch das... Das Diamond Times ist. Ja, genau. Ja, wunderbar, komm dann, fahr mal. Ist das gescheit? Wir haben ja nichts. Moritz! Du hörst, ich weiß es nicht. Gib mir Ruhe. Das können wir nicht machen. Na, schau her. Im Bericht steht, dass es sich um zwei dunkle Geländewagen handelt und um eine schwarze S-Klasse. Dann gib die Kennzeichen durch. Ja. Ich kann das nicht lesen. Du musst reinzoomen. Was? Du musst reinzoomen. Ja, servus. Du, ich brauche die Zulassungsbesitzer von der Nummer W64421V. Und wie sicher den anderen? Entschuldige, einen Moment. Das ist der Hund. Bitte. Ja, Augenblick. Ja. Und W763 Martha Nora. Ja, das ist der zweite. Danke. Veranlassen die Observierung der Fahrzeuge ab sofort. Und bei der ersten Gelegenheit sollen Sie eine Fahrzeugkontrolle machen mit Alkotest. Und das Mundstück geht sofort ins Labor. Oh. Ja, bei Eisner? Den hätte ich gern. Wen darf ich melden? Geben Sie einfach. Sagt mir, wer er ist. Eisner? Ja, ich bin's, Jermak. Ja? Kommen Sie doch bitte vorbei. Ja, ich komme. Es waren Jarigins. Alle nicht registriert. Sagt wer? Unser Mann. Sag ihm, das reicht nicht. Sonst was? Wir haben was über diesen Eisner. Seine Tochter war mal drauf. Soll jetzt aber clean sein. Das sagen alle. Prüft das. Tun wir bereits. Sonst gilt der Typ als korrekt. Hat einen guten Ruf. Das kann man ändern. Wieso reden die über meine Tochter? Was wollen die von meiner Tochter? Servus, Moritz. Ich war gerade beim Jermak. Ich hatte das Vergnügen zuzuhören, wie dem CEO die Drogengeschichte von der Claudia erzählt wird. Woher wissen die das? Hm? Woher? Moritz. Wie kommt meine Tochter dazu, in diesen Scheißdreck hineingezogen zu werden? Auch wenn du es nicht gerne hörst, Moritz. Aber das mit der Claudia, das wissen viele. Die Schule, die Freundinnen, deren Eltern, das Krankenhaus. Außerdem ist das ein Geheimdienster. Die denken so,
Die suchen nach Schwachpunkten, die... Jetzt pass ein bisschen auf, was du sagst, ja? Meine Tochter ist kein Schwachpunkt! Also die Autos sind alle auf die Firma von dem Grünhof angemeldet. So viel ist fix. Ist was? Nein. Ja? Das ist ja großartig. Ja? Danke. Bingo, die erste DNA ist im Labor. Vom Kaspulatovic. Das ist meine Abschiedsfeier von der Gruppe West. Kommst du mit? Na, danke. Wieso? Jetzt können wir eh noch mal warten. Ich fahre noch mal ins Labor. Na ja. Wenn du meinst. Scheiße. Ist ja nicht wahr, dann will ich nichts dabei. Da verrennt sich dann irgendwas. Grüß dich. Tschüss. Wie schaut's aus? Fast durch. Aber das ist ein Trauerspiel. Gehört dir? Ja. 27 Stummeln, waren 5 unbrauchbar. Und wo wir DNA haben, ist nicht in der Kartei und schon ganz von dem Kaspulatovic. Wie habt ihr noch? 2. Viertelstunde noch. Ja? Wir haben ein Problem, können Sie kommen? Ja, klar. Kommen wir an. Ja. Konkrete Spur? Was soll der Scheiß? Konkret wohin? Mehr haben wir noch nicht. Der hat mehr. Aber wie? Tritt ihn in den Arsch. Ich will Namen. Sonst liegt er. Also? Ja, ich weiß, wer dahinter steckt, aber ich kann es nicht beweisen. Also bevor ich riskiere, dass unser Mann verbrennt und die Arbeit von 3 Jahren den Bach runtergeht, riskiere ich lieber, dass die dafür verantwortlich sind. Ein paar in die Goschen kriegen, mit oder ohne Beweis. Das wird der Rauter nicht zulassen. Das wird der Rauter nicht entscheiden. Ja, und? Die letzten 2 waren auch nichts. Tut mir leid. Ja, okay, danke. Bernhard, wie ist die Party? Geh bitte, holst du mich ab? Danke, das ist ganz lieb. Danke, du bist meine Rettung. Aufmerksam, die Kollegen, was? Na ja, das Abschiedsfeiern ist nicht meins. Willst du was? Na, danke. Na, was war im Labor? Nix. Und was machen wir jetzt? Müllwagen suchen. Na, super. Links oder rechts? Ist doch wurscht. Links. Aber da sind wir doch schon gefahren. Ja, was fragst du mich denn dann? Erst, wir fahren die ganze Zeit im Kreis. Ja, das war die Idee.
Man kann nicht dafür, dass er so groß ist. Hallo, das ist Mailbox von Claudia. Sag was drauf. Danke. Ja, hallo Claudia. Du, wenn du das abhörst, ruf mich bitte zurück. Hä? Bussi, Papa, danke. Ich hoffe, es geht dir gut. Bussi. Magst du dort? Ja, jetzt schon. Du musst leider so nehmen. Warte schon, danke. Das sind so scheiße, LKW. Na hallo, was ist denn? Ich störe mich einfach nicht. Komm, kletter zu mir rüber. Achtung, Auto! Komm, ich bin weg! Los, Jäbi! Bitte. Ich frage mich nur, wer kauft einen gebrauchten Mistwagen? Ja, kein Wunder, dass der niemanden aufgeht. Wenn er überhaupt da steht. Er steht da. Na, da schau her. Ich hol jetzt die Spurensicherung. Nix. Wir fahren zu ihr. Ist das denn ernst? Ja. Bitte, wieso? Bei deinem ganzen DNA-Test haben wir keinen einzigen Treffer. Wir haben nur noch einen Behälter, wo wir die Zigaretten finden können. Also gehen wir's an, ich ruf dich an, wenn wir was haben. Ole, wart. Hilft er. Sag einmal, übertreibst du jetzt nicht ein bisschen? Guten Abend. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Und ausstellen. Und abstellen. Spannend. Il Principe, Machiavelli. Wow. Studierst du Politik? Ja, und du? Germanistik. Ninko. Claudia. Ja, Schatz, du, ich wollte dich gerade anrufen, ja. Naja, es wird doch später. Ja, naja. Jede Menge Drecksarbeit. Mhm. Naja, immer noch. Busse. Sag einmal, rauchen die Leute nichts mehr? Ja, da vorne hab's noch nicht geschaut. Ja. Und? Wie weit bist du eigentlich? Viertes Semester und du? Achtes. Bist du in der Zeit? Ja. Wow. Und dann? Was willst du danach machen? Ich will schreiben. Augenblick, ich bin's gleich. Du bist nicht aus Wien. Ich bin aus Hamburg. Ah, du bist hier, um zu studieren. Nein, mein Vater lebt hier. Was macht er? Der ist Beamter. Was für einer? Ein typischer? So eine Scheiße! Ah. Guten Abend. Entschuldigung. Ja, bitte, musst du da jetzt einer latschen? Ich wollte dem Kollegen nur die DNA. Passt schon, danke schön. Das ist die DNA von Soslanovic. Kinder! Wolltest du jetzt nicht einmal eine Pause machen? Und du? Wo bist du her? Aus Banja Luka. Zigarette? Nein, danke. Bist du ein Serbe? Bosnier? Kroate? Es ist eine Mischung aus allem. Okay. Ninko ist ein schöner Name.
wir noch wohin gehen? Wieder kein Match. Tut mir leid. Wie wär's denn damit? Ja! Ja, super! Bist du Genie? Wie wär's? Super. Na bitte. Danke. Danke für die Arbeit. Wirklich gute Arbeit. Na komm her, Bernhard. Nein. Geh dir zuerst duschen, ja? Tut mir leid. Okay. Hallo, Pops, mach auf. Ja. Du weißt ja, normalerweise habe ich nichts dagegen, wenn du mal eine Nacht durchmachst. Aber ich muss dich bitten. Also, komm bitte nach Hause. Sofort. Was, aber wieso? Das kann ich dir jetzt nicht erklären. Na, nimm da einfach ein Taxi und komm nach Hause. Was ist denn los? Claudia, jetzt. Mach's einfach. Bitte. Meine Güte, jetzt sag mir doch einfach, was los ist. Das kann ich dir nicht sagen. Komm einfach nach Haus, bitte, sofort. Aber Papa, mir geht es wirklich, wirklich gut. Claudia, pass auf. Wo bist du jetzt? Warum? Ich hol dich ab. Was soll denn das? Na, wo bist du jetzt? Papa, mir geht es wirklich gut und du nervst rum. Wieso sagst du mir denn nicht einfach, was los ist? Claudia, ich... Das ist doch albern. Tut mir leid. Kein Problem. Ich kauf dir ein neues, okay? Sag was drauf. Danke. Hallo, das ist die Mailbox von Claudia. Sag was drauf. Danke. Claudia, das ist jetzt echt kindisch, wirklich. Schalt dein Handy wieder an. Es ist dringend. Gratuliere. Danke, aber der entscheidende Hinweis ist von Bernhard gekommen. Mhm. Was ist los? Die beiden kassieren wir. Dann gehen die Namen an den Verdeckten, aber nicht an die Presse. Klar. Was ist mit Krümhoff? Gegen den haben wir nichts. Aber das waren seine Leute, seine Autos, sein Auftrag. Damit kriegen wir keine U-Haft. Ja, dann können wir den Namen nicht rausgeben. Sag Spinnig. Ich hab meinen Mann da drin und der riskiert seit 3 Jahren seinen Arsch. Der ist ein super Bursch und der verbrennt nicht für Tricks, hab ich den Krümhoff. Dann nehmen wir's ihn raus. Oder gehen wir jetzt über Leichen? Der Krümhoff kann auf sich selber aufpassen. Was ist? Was sagst du dazu? Meine Meinung kennst du. Außerdem ist die Sache entschieden, aber nicht von uns.
jetzt gleich den Makarov eine Einladung schicken. Gebraucht keine. Der ist längst da. Na, wann kassieren wir denn die Gefraster? Jetzt. Gut. Was machst denn du für ein Gesicht? Das wirst du schon sehen. Wart. Verhaufen die den Krümhoff nicht? Ist eine Weisung. Du hast es gewusst? Volltrotteln. Ja. Ja, Jermak. Es gibt Neuigkeiten. Geht das telefonisch? Ich glaube nicht. Sie sagt sich besser persönlich, Herr Denin. Ja, gut, ich komm. Erzählst mir das einmal, was da abgeht? Wenn's vorbei ist? Ich glaube, es steht mir zu. Es sind Leute von Krümhoff. Boris Soslanovic, Krümhoff, diese Scheißratte. Und ihn haben Sie nicht verhaftet? Nein, ihn nicht. Ist der Tisch gedeckt? Ja. Gut, ich will deinen Typen sehen. Ich habe ja gesagt, er ist gut. Zu gut. Bring ihn her, heute um 7. Der gespürt was. Er kann einen Mann nicht zu seiner Hinrichtung schicken. Und das Risiko besteht. Aber wenn er nicht auftaucht, kann er auch zusperren. Egal. Was sagt denn Ihr Mann dazu? Er ist ja wieder Hund, der will hin. Ist die ganze Firma verwanzt? Ist aufs letzte Scheißhaus. Dann begleiten wir ihn. Zwei LKWs, in einem das Einsatzkommando, im anderen ein Observierungsteam mit dem Nico. Wir müssen nur schauen, dass wir irgendwie auf das Gelände kommen. Wir beschaffen uns die Frachtpapiere und den ganzen anderen Scheiß. Und wir haben ungefähr 5 Stunden Zeit. Das geht's ja aus. Was ist? Wollen wir? Na los. Claudia, du, ich bin ja nicht böse, also bitte melde dich. Busse, ciao. Claudia! Claudia! Wunderbar, wir sprechen mal nachher. Danke. Los, einsteigen, Herr. Geh mal, Moritz. Macht es gut. Abfahrt! Alles schon da. Okay. Chef kommt gleich. Willst du was trinken? Ja, bitte. Wasser. Danke. Scipio, der Checker Portok fa. Und Opa, was ist denn da? Dein Albanisch ist scheiße. Du solltest daran arbeiten. Es ist deine Muttersprache. Naja, Großmuttersprache. Du bist sehr gut informiert. Was mich an dir interessiert, woher sind deine Informationen? Bitte. Das ist Kunde. Was ist? Don. Polizist. Seine Tochter ist drauf. Damit sie fürs Zeug nicht am Strich geht, kommt er zu mir. Verstehe. Security nähert sich. 10 Meter. Wie heißt er? Der Name. Ist Geheimnis, habe ich versprochen. Der Name. Information war korrekt, oder?
Ich habe geliefert, gute Ware. Quelle ist mein Geheimnis. Du machst dir nicht die Regeln. Aber ich halte Versprechen. Meine Leute haben von mir keine Geheimnisse. Also dann... Ich habe versprochen. Es ist Eisner. Ich weiß es. Seine Tochter ist drauf. Ist sie doch, oder? Du gefällst mir. Du hast Mut. Und du hast mir sehr geholfen. Dafür hast du dir etwas verdient. Du wirst ein paar Clubs beliefern. Da wird was frei. Willst du das? Ja. Er will. Schön von ihm. Du bekommst 20 Kilo, 150.000 Anzahlung. Hast du das? Sicher. Gut. Ich habe eine Bedingung. Du holst die Ware selbst. Du musst deinen eigenen Arsch hinhalten. Okay. Wann kannst du fahren? Immer. Morgen um 10 hier. Da bekommst du den Truck und das Ziel. Enttäusch mich nicht. Security clean. Danke. Super. Sehr gut. Wunderbar. Danke. Hallo, das ist die Mailbox von Claudia. Sag was drauf. Danke. Und der Zio hat ihm tatsächlich 20 Kilo zugesagt? Feinstes Heroin, höchstpersönlich. Vorzeugen und auf Band. Gut. Moritz, sobald wir wissen, wo es hingeht, fährst du vor. Du hältst den Kontakt mit den Kollegen vor Ort. Die werden von mir avisiert. Wir greifen uns den Zio, und zwar in dem Moment, wo sie unserem Mann den Laster mit dem Stoff übergeben. Damit haben wir ihn. Das war gute Arbeit. Ruht sich aus. Immer gern, meine Herren. Hast du den Verdeckten erkannt? Ja, sicher. Ich meine, ich hätte auf jeden Fall dafür gesorgt, dass du weißt, wie er ausschaut. Das heißt, Tarnfirma ausgerechnet ein Geschäft für Kühlschränke hat und deiner eingeht. Also, das war natürlich... Ein Glück. Genauso wie die Drogenschicht von der Claudia ein Glück war. Ich Trottel habe ja wirklich geglaubt, dass du dich interessierst, wie es ihr geht. Aber nein, sie war ja nur nützlich für dich. Und mich hat's zum idealen Ermittler für die Operation Hiob gemacht. Weil nämlich dem Eisner sein Kind am Gift hängt und deswegen verkauft er die Informationen. So einfach ist das für euch. Moritz, du... Herzl, warum hast du mir nichts gesagt? Hat sich einer von euch überlegt, was passiert, wenn die das überprüfen? Hat sich das einer überlegt? Moritz, wir hören doch immer mit. Ja, super, dann kannst du mir vielleicht sagen, wo die Claudia jetzt ist. Weil ich erreiche sie nämlich nicht, seit ewig. Das eine schwöre ich dir. Wenn meiner Tochter was passiert, dann gnade euch Gott. Der Krümhoff ist tot. Da? Vor einer Viertelstunde in einer Sauna in Burgersdorf. Mit einer Makarow. Moritz, sorry. Bitte, der Krümhoff. Vor einer Viertelstunde. Wer hat die Weisung gegeben, ihn nicht zu verhaften? Moritz. Das Arschloch soll sich das anschauen. Der soll sich das anschauen! Komm, bitte. Wegen der Claudia. Gib eine Handybeilung raus. Das ohne Gerichtsbeschluss? Bernhard, das ist jetzt egal. Gefahr im Verzug. Also gut. Moritz, wenn du das morgen nicht machen willst, dann... Was wird das ändern? Thank you.
Servus, Bernhard. Servus. Entschuldige, dass ich so spät noch anrufe, aber weißt du schon was? Na, leider. Das Handy muss abgeschaltet sein. Sie sind dran, sobald was ist, hörst du was von mir. Ja? Danke. Also jetzt geschlafen. Sie wird einen neuen Freund haben, sonst gar nichts. Das ist ja noch so ein junges Ding. Ja. Ich sehe. Gute Nacht. Gute Nacht. Gabe ist in Bratislava. Also, ich fahre jetzt zur alten Grenzstation bei Berg und dort wartet ein Herr Frani auf mich. Wie? Dr. Janko Mikulic. Dr. Janko? Mikulic. Was? Mikulic? Ja, genau. Ja? Guter Mann. Aha, und wo ist der? Kripo Bratislava. Herr Mikulic? Oh, Herr Eisen. Guten Tag. Willkommen in Bratislava. Danke. Wie war Ihre Fahrt? Ja, gut. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Darum müssen Sie mit mir vorher lernen. Also Dr. Thiel ist auch hier kein Unbekannter. Darum es freut mich sehr, wenn wir helfen können, ihn zu fassen und seine Leute hier. Wir haben bereits an der Grenze einen Mann. Entschuldigung. Dobre, dziękuję. Nakladni vozidlo je tu. Der Truck ist da. Mr. Conti? Hello, Franz Schigala. Hi, Franny. You have something for me? Yes. Okay. 3 hours, okay? I'll call you when ready. Okay. Ciao. Läuft alle in Akladja. Dobre, zostań na to. Sie haben den Truck abgeholt. Kommt näher Lager? Oh, sie haben mehrere und immer wechselnd laufen. Aber wir werden sehen. Ja, da. Der Wasser ist im Hafen. Dort waren sie noch nie. Aber wie gesagt, sie wechseln dauernd. Janko, wie lange werden die brauchen? 2,5 Stunden, nicht mehr. Ja, hallo? Du, wir haben noch immer keine Peilung. Ja, das Handy ist nach wie vor abgedreht. Wir sind aber dran und in der Sekunde, wo es ans Netz geht, hörst du von mir, ja? Ja, danke. Bernhard, pass auf. Geh zu mir in die Wohnung und wart dort auf die Claudia. Der Schlüssel liegt in der Schreibtischflagge. Du hast mir den gefallen. Ja. Klar. Gut, servus. Servus.
Hallo, das ist die Weber von Claudia. Sag was drauf. Danke. War eigentlich letzte Nacht irgendwas? Laut Protokoll nichts. Alles belanglos. Soll ich mir durchhören? Ja, klar. Ja? Hello, my friend. Franny here. The truck is ready. But we have a little change. You have to come to get it yourself. I'm sorry, but we have to go to the harbor, and you know, I cannot drive it out there. Only driver who signs papers. You understand? Okay, when? In the harbor. Terminal 3, Zone B, Hall 5. Okay. Get a taxi, I'll wait for you. Okay. Ja. Sie ändern den Plan. Ich soll den LKW im Hafen holen, wegen Papiere. Kann nur der Fahrer unterschreiben. Der Luca, Sie wollen, dass er den Last am Hafen holt, wegen der Papiere. Wart. Pass auf. Ja, pass auf, ich schalte auf laut. Du wolltest, der Conte den Laster holt. Mit welcher Begründung? Ja, nur der Fahrer kann die Ausfahrtpapiere unterschreiben. Das gefällt mir nicht. Normalerweise, die verraten den Fahrern ihre Lager. Was ist das für ein Lager? Das ist ein Hafen. Dort fahren sie noch nie. Ja, und warum muss er da Papiere unterschreiben? Zollfrei Hafen. Zum Ausfahrt muss man Ausfahrtpapiere unterschreiben. Ich weiß nicht, Ernstl. Das stinkt. Der Janko hat recht. Die verraten ihr Lager nicht. Ich habe kein gutes Gefühl. Und vor allem, wir können dort euren Mann nicht schützen. Wir brechen ab. Das ist zu gefährlich. Wenn wir das jetzt abbrechen... Alles umsonst. Kollege Conti, das war eine Weisung. Sie geben meinem Mann keine Weisung, damit es klar ist. Können Sie den Luca Gorin schützen? Wie? Wenn ein Mann... In die Halle ist das unmöglich. Scheiße. Ich muss jetzt gehen, mein Taxi wartet. Nein, Luca. Warte mal, die wechseln doch dauernd ihre Lager. Es ist dann... Die Verbindung ist schlecht. Moritz. Halt jetzt den Wahnsinnigen auf. Wilks. Wenn er gehen will, soll er gehen. Und Sie geben meinem Mann keine Weisung. Haltet ihn auf. Aufhalten wird schwer. Taxi, Goldfred, hallo. Herbert? Ist wichtig? Weiß nicht. Dann nicht. Janko, wie komme ich aufs Gelände, ohne dass die mich sehen? Hello, my friend. Here we go. Everything's ready. Look. This you need to give at the entrance. This is sign. Okay. Sorry for the troubles, but we did not have enough boxes in the other warehouse. The special box is number 18. Okay. Okay, all set. Have a nice trip. Thank you. Ciao. Wir haben den LKW, alles okay. Bingo, bist der Wahnsinn. Wir haben den Laster. Super. Jetzt. Zugriff. Polizei! Was gibt es, kann ich nicht gucken? Ist sicher. Bleib da. Komm,
Geh nicht weg. Komm bleib. Alles okay? Wie ist der Kühlschrank? Super. Er hat nur einen kleinen Kratz. Ja. So wie du. Komm. Danke. Makarov. Ist er tot? Ja. Fräulein Claudia? Hallo? Theo, könnt ihr gleich wieder nach Hause schicken. In der Specialbox Nummer 18 war nämlich nichts drin. Also Ernstl, wer hat uns verraten? Komm, wer verdammte Scheiße hat uns verraten? Sag's uns. Du weißt es doch. Spiel's ab. Bitte. So ist unser Mann aufgeflogen. Ja? Es ist Ninko. Die Kleine ist clean, Chef. Bist du sicher? Die ist garantiert nicht drauf. Also hat's diese Luca Conte gelogen? Ganz sicher. Sehr interessant. Gute Arbeit. War mir ein Vergnügen, Chef. Das glaube ich dir. Ciao. Ciao. Moritz, das tut mir leid. Glaub mir das. Ja, es tut dir leid. Scheiß auf deine, es tut mir leid! Du Arschloch! Ich reiß dir den Hals auf! Lass mich los! Was war denn mit deinem Handy? Das hast du doch sonst nicht mehr angeschaltet. Das ist baden gegangen. Aber ich hab neues. Schau. Von wem hast du das? Vom Ninko. Papa, spinnst du? Du kriegst noch mal eins. Ja, sie sind schon da. Ja, jetzt muss ich nur noch fragen, was da war. Ja, nein, das dauert nicht ewig. Versprochen, Busse, Papa. Ich halte Versprechen. Meine Leute haben von mir keine Geheimnisse. Also denn! Nein! Ich habe versprochen. Es ist Eisner. Ich weiß es. Seine Tochter ist drauf. Ist sie doch, oder? Du gefällst mir. Du hast Mut. Und du hast mir sehr geholfen. Dafür hast du dir etwas verdient. Du wirst ein paar Clubs beliefern. Da wird was frei. Willst du das? Ja. Er will. Schön von ihm.
Du bekommst 20 Kilo, 150.000 Anzahlung. Hast du das? Sicher. Gut. Ich habe eine Bedingung. Du holst die Ware selbst. Du musst deinen eigenen Arsch hinhalten. Okay. Wann kannst du fahren? Immer. Morgen um 10 hier. Da bekommst du den Truck und das Ziel. Enttäusch mich nicht. Security clean. Danke. Super. Sehr gut. Wunderbar. Danke. Hallo, das ist die Mailbox von Claudia. Sag was drauf. Danke. Und der Zio hat ihm tatsächlich 20 Kilo zugesagt? Eins des Heroin, höchstpersönlich. Vorzeugen und auf Band. Gut. Moritz, sobald wir wissen, wo es hingeht, fährst du vor. Du hältst den Kontakt mit den Kollegen vor Ort. Die werden von mir avisiert. Wir greifen uns den Zio, und zwar in dem Moment, wo sie unserem Mann den Laster mit dem Stoff übergeben. Damit haben wir ihn. Das war gute Arbeit. Bot sich aus. Die Marke, meine Herren. Hast du den Verdeckten erkannt? Ja, sicher. Ich meine, ich hätte auf jeden Fall dafür gesorgt, dass du weißt, wie er ausschaut. Das heißt Tarnfirma, ausgerechnet ein Geschäft für Kühlschränke hat und deiner eingeht. Also, das war natürlich... Oh. Naja, immer so. Puste. Sag einmal, rauchen die Leute nichts mehr? Ja, da vorne hab's noch nicht geschaut. Hm? Naja. Und? Wie weit bist du eigentlich? Viertes Semester, und du? Achtes. Bist du in der Zeit? Ja. Wow. Und dann? Was willst du danach machen? Ich will schreiben. Hm. Augenblick, ich bin's gleich. Du bist nicht aus Wien. Ich bin aus Hamburg. Ah, du bist hier, um zu studieren. Nein, mein Vater lebt hier. Was macht er? Der ist Beamter. Was für einer? Ein typischer? So eine Scheiße! Ah. Guten Abend. Entschuldigung. Ja, bitte, musst du da jetzt einer latschen? Ich wollte dem Kollegen nur die DNA abholen. Passt schon, danke schön. Das ist die DNA von Soslanovic. Kinder! Wolltest du jetzt nicht einmal eine Pause machen? Und du? Wo bist du her? Aus Banja Luka. Zigarette? Nein, danke. Bist du ein Serbe? Bosnier? Kroate? Es ist eine Mischung aus allem. Okay. Ninko ist ein schöner Name. Wollen wir nach wohin gehen? Wieder kein Match. Tut mir leid. Wie wär's denn damit? Super! Ist das Schnee? Wie wär's? Als ich auf meine Eingangstür gezählte 7 Einschüsse habe, Kaliber 9 mm, 3 Bille würde ich sagen.
Wissen Sie, woher das Wort Parabellum kommt? Civis pacem parabellum. Wenn du Frieden willst, so rüste zum Krieg. Ich bin gerüstet. Und Sie werden mir sagen, gegen wen. Krieg? Haben Waschmaschinen und Kühlschränke? Machen wir uns da nichts vor. Ich habe mir in der Vergangenheit viele Feinde gemacht. Dass sich ein Sonderermittler des Innenministeriums um diesen Fall kümmert, verdanke ich auch dieser Vergangenheit. Herr Eisner, finden Sie diese Leute. Sie werden es nicht bereuen. Bitte schön. Also das ist seltsam. Der Müllabfuhr fehlt kein Wagen. Das gibt's ja nicht. Was ist denn das für eine Sauwirtschaft? Die Müllabfuhr hat keine Sauwirtschaft. Die hat ein Fuhrparkmanagement. Da gibt es das nicht, dass ein Wagen fehlt und keiner merkt was. Also sagen's. Bernhard, der Müllwagen ist auf der Aufnahme drauf. Woher soll ich das wissen? Zeig's mir und ich kenne mich aus. Schlecht schaut's aus. Danke. Bitte. Du schau. Genau das, wovon wir heute in der Nacht geredet haben. Sehr professionell, die Herren. Musst du das wirklich noch antun? Es geht noch 5 Tage. Ich wünsche dir nur das eine. Wenn du einmal so weit bist wie ich, dass dir keiner kommt wie du mir. Du. Schau, ich bin ein Kieber. Ich habe mir gedacht, wir schnappen uns die. Und das ist das Letzte, was ich tue. Die Bernhard, bitte, jetzt komm. Was machst denn du da? Arbeiten mit mir. Ah ja. So, bist du noch zu retten? Du willst die DNA von 27 Zigaretten stummeln? Weißt du, was das kostet? Ein Test 300 Euro, das ist doch ein Irrsinn. Ja, nur dieser Irrsinn ist unsere einzige Chance. Weil alles, was wir haben, Video, Mistwagen, Auto, Zeugen, Waffen, alles, führt uns vielleicht zu den Tätern, aber beweist überhaupt nichts. Der einzige Beweis, dass die am Tatort waren, ist das da. Da sind ihre DNA-Spuren drauf. Alles andere kannst du vergessen. Moritz, hättest du kurz. Naja, geh schon. Ihr könnt's marschieren, ich geh dafür was arbeiten. Gut, wir machen die Tests. Warum hast du da den Weiler mit reingezogen? Das ist doch nichts mehr für ihn, der soll in Ruhe seinen Abschied feiern. Tut er ja eh. Wie stellst du denn das vor, du bist Teil einer verdeckten Operation? Okay, bitte, Herzl, tu ihm das nicht an. Ich krieg das schon hin. Wir müssen... Steh ich? Wir wissen ja von den Videos ganz... Wie gesagt, sie wechseln dauernd. Janko, wie lange werden die brauchen? 2,5 Stunden, nicht mehr. Ja, hallo? Du, wir haben noch immer keine Peilung. Ja, das Handy ist nach wie vor abgedreht. Wir sind aber dran und in der Sekunde, wo es ans Netz geht, hörst du von mir, ja? Ja, danke. Bernhard, pass auf. Geh zu mir in die Wohnung und bau dort auf die Claudia. Der Schlüssel liegt in der Schreibtischfalle. Du hast mir den gefallen. Ja. Klar. Gut, servus. Servus. Hallo, das ist die Weber von Claudia. Sag was drauf. Danke. War eigentlich letzte Nacht irgendwas? Laut Protokoll nichts. Alles belanglos. Soll ich mir durchhören? Ja, klar. Ja? Hello, my friend. Franny here. The truck is ready. But we have a little change. You have to come to get it yourself. I'm sorry, but we have to go to the harbor, and you know, I cannot drive it out there. Only driver who signs papers. You understand? Okay, when? In the harbor. Terminal 3, Zone B, Hall 5. Okay. Get a taxi, I'll wait for you. Okay.
ändert den Plan. Sie soll den LKW im Hafen holen, wegen Papiere. Kann nur der Fahrer unterschreiben. Der Luca, Sie wollen, dass er den Laster im Hafen holt, wegen der Papiere. Wart. Halt was auf. Hey, pass auf, ich starte auf laut. Ich wollte, dass der Conte den Laster holt. Mit welcher Begründung? Ja, nur der Fahrer kann die Ausfahrtpapiere unterschreiben. Das gefällt mir nicht. Normalerweise, die verraten den Fahrern ihre Lager nie. Was ist das für ein Lager? Das ist ein Hafen. Dort waren sie noch nie. Ja, und warum muss er da Papiere unterschreiben? Zollfrei Hafen. Zum Ausfahrt muss man Ausfahrtpapiere unterschreiben. Ich weiß nicht, Ernstl. Das stinkt. Der Janko hat recht. Die verraten ihr Lager nicht. Ich hab kein gutes Gefühl. Und vor allem, wir können dort euren Mann nicht schützen. Wir brechen ab. Das ist zu gefährlich. Wenn wir das jetzt... Leid. Wie wär's denn damit? Ja! Ja, super! Ist das Schnee? Wie wär's? Super. Na bitte. Danke. Danke für die Arbeit. Wirklich gute Arbeit. Na komm her, Bernhard. Nein. Geh dir zuerst duschen, ja? Okay. Hallo, Papst, mach auf. Ja. Du weißt ja, normalerweise habe ich nichts dagegen, wenn du mal eine Nacht durchmachst. Aber ich muss dich bitten... Also, komm bitte nach Hause, sofort. Was, aber wieso? Das kann ich dir jetzt nicht erklären. Nimm dir einfach ein Taxi und komm nach Hause. Was ist denn los? Claudia, jetzt... Mach's einfach. Bitte. Meine Güte, jetzt sag mir doch einfach, was los ist. Das kann ich dir nicht sagen. Komm einfach nach Haus, bitte, sofort. Aber Papa, mir geht es wirklich, wirklich gut. Claudia, pass auf. Wo bist du jetzt? Warum? Ich hol dich ab. Was soll denn das? Na, wo bist du jetzt? Papa, mir geht es wirklich gut und du nervst rum. Wieso sagst du mir denn nicht einfach, was los ist? Ja, kein Wunder, dass der niemanden aufgeht. Wenn er überhaupt da steht. Er steht da. Na da, schau her. Ich hole jetzt die Spurensicherung. Nix. Wir fahren zu ihr. Ist das denn ernst? Ja. Bitte, wieso? Bei deinem ganzen Dinner-Test haben wir keinen einzigen Treffer. Wir haben nur noch einen Behälter, wo wir die Zigaretten finden können. Also gehen wir's an. Ich ruf dich an, wenn wir was haben. Ole, wart. Hilft er. Sag einmal, übertreibst du jetzt nicht ein bisschen? Guten Abend.
Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte gut ausstellen, gut abstellen. Spannend. Il Principe, Machiavelli. Wow. Studierst du Politik? Ja, und du? Germanistik. Ninko. Claudia. Ja? Ja, Schatz, ich wollte dich gerade anrufen, ja. Naja, es wird doch später. Ja, naja. Jede Menge Drecksarbeit. Mhm. Naja, immer noch. Husse. Sag mal, rauchen die Leute nichts mehr? Ja, da vorne hab's noch nicht geschaut. Ja. Und, wie weit bist du eigentlich? Viertes Semester, und du? Achtes. Bist du in der Zeit? Ja. Wow. Und dann, was willst du danach machen? Ich will schreiben. Augenblick, ich bin's gleich. Kinder, wollt ihr jetzt nicht einmal eine Pause machen? Und du, wo bist du her? Aus Banja Luka. Zigarette? Nein, danke. Bist du ein Serbe? Bosnier? Kroate? Es ist eine Mischung aus allem. Okay. Ninko ist ein schöner Name. Wollen wir nach wohin gehen? Wieder kein Match. Tut mir leid. Wie wär's denn damit? Ja! Ja, super! Ist das Schnee? Wie wär's? Super. Na bitte. Danke. Danke für die Arbeit. Danke, wirklich, danke. Gute Arbeit. Na komm her, Bernhard. Nein. Geh dir zuerst duschen, ja? Das abhörst, ruf mich bitte zurück. He? Bussi, Papa, danke. Ich hoffe, es geht dir gut. Bussi. Magst du dort?
Ja, jetzt schon. Du musst leider so nehmen. Warte schon, danke. Das ist eine Scheiße, LKW. Na hallo, was ist denn? Ich glaube einfach nicht. Komm, klettern Sie mir rüber. Achtung, Auto! Komm, ich bin weg! Los, Jelpi! Bitte, ich frage mich nur, wer kauft einen gebrauchten Mistwagen? Ja, kein Wunder, dass der niemanden aufgeht. Wenn er überhaupt da steht. Er steht da. Na, da schau her. Ich hole jetzt die Spurensicherung. Nix. Wir fahren zu ihr. Ja. Bitte, wieso? Bei deinem ganzen DNA-Test haben wir keinen einzigen Treffer. Wir haben nur noch einen Behälter, wo wir die Zigaretten finden können. Also gehen wir's an. Ich ruf dich an, wenn wir was haben. Ole, wart. Hilft er. Sag einmal, übertreibst du jetzt nicht ein bisschen? Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte und ausstellen. Und abstellen. Spannend. Il Principe, Machiavelli. Wow. Studierst du Politik? Ja, und du? Germanistik. Ninko. Claudia. Ja, Schatz, ich wollte dich gerade anrufen, ja. Naja, es wird doch später. Ja, naja. Jede Menge Drecksarbeit. Mhm. Naja. Wenn wir so super sind, weil jetzt... Warum werden die Zeiten immer schlechter und nicht besser? Weil wir die Zeit nicht machen. Wir räumen nur hinterher auf. Ernstl? Servus Moritz. Es gibt Arbeit. Aha. Ein Überfall mit zwei Toten und ein Schwerverletzter. Und wo ist das? In 100 Metern bitte rechts abbiegen. In 50 Metern bitte rechts abbiegen. Bitte erst. Servus, bin gleich bei dir. 9 mm Parabellum 7-1-21. Sieht man selten. Das ist eine Militärmunition, oder? Ja, und die nicht mitgespart. Einmal Kopf, zweimal Brust, ein Profi-Shot. Der Kopfschuss war fast aufgesetzt. Gleiche Methode wie bei dem anderen, der liegt drinnen im Haus.
Was hat er da in der Hand? Zigarettenanzünder. Wollte sich wohl gerade eine anrauchen. Zigaretten sind aber keine da. Die schaust, wo du schick findest. Servus. Servus. Samir Tartan. Ja, der dürfte sowas wie ein Security gewesen sein. Es liegt aber nichts vor. Wenn du mich fragst, haben die zuerst den da, dann den zweiten Sicherheitsmann hinten im Haus erledigt, dann haben sie den dritten da aufgelauert. Und wie der rausgekommen ist, haben sie angegriffen, weil ab da hast du deine Patronenhülsen. Der ist zurück ins Gebäude, die sind ihm nach und irgendwo da hat er dann seinen ersten Treffer gekriegt, weil ab da hast du gut Spuren. Aber irgendwie hat er es ins Haus zurückgeschafft. Los, einsteigen, Herr. Geh mal, Moritz. Macht sich gut. Abfahrt! Er ist schon da. Okay. Chef kommt gleich. Willst du was trinken? Ja, bitte. Wasser. Danke. Dein Albanisch ist scheiße. Du solltest daran arbeiten. Es ist deine Muttersprache. Naja, Großmuttersprache. Du bist sehr gut informiert. Was mich an dir interessiert, woher sind deine Informationen? Bitte. Kunde. Was ist? Ton. Polizist. Seine Tochter ist drauf. Damit sie fürs Zeug nicht am Strich geht, kommt er zu mir. Verstehe. Security nähert sich. 10 Meter. Wie heißt er? Der Name. Ist Geheimnis, habe ich versprochen. Der Name. Information war korrekt, oder? Ich habe geliefert, gute Ware. Quelle ist mein Geheimnis. Du machst hier nicht die Regeln. Aber ich halte Versprechen. Meine Leute haben von mir keine Geheimnisse. Also der Name! Eisner? Ich habe versprochen. Es ist Eisner. Ich weiß es. Seine Tochter ist drauf. Ist sie doch, oder? Du gefällst mir. Du hast Mut. Ich kriege mal keine U-Haft. Ja, dann können wir den Namen nicht rausgeben. Sag Spinning. Ich habe meinen Mann da drin und der riskiert seit 3 Jahren sein Arsch. Der ist ein super Bursch und der verbrennt nicht für Tricks, habe ich den Krümhoff. Dann nehmen wir es ihn raus. Oder gingen wir jetzt über Leichen? Der Krümhoff kann auf sich selber aufpassen. Was ist? Was sagst du dazu? Meine Meinung kennst du. Außerdem ist die Sache entschieden, aber nicht von uns. Dann kannst du gleich dem Makarov eine Einladung schicken. Ihr braucht keine. Der ist längst da. Na, wann kassieren wir denn die Gefraster? Jetzt. Gut. Was machst denn du für ein Gesicht? Das wirst du schon sehen. Aber. Hände auseinander! Sicher!
Und verhaufen die den Krümhoff nicht? Ist eine Weisung. Du hast es gewusst? Volltrottel. Ja? Ja, tschüss, Mark. Es gibt Neuigkeiten. Geht das telefonisch? Ich glaube nicht. Sie sollten sich besser persönlich erinnern. Ja, gut, ich komm. Erzählst mir das einmal, was da abgeht? Wenn's vorbei ist? Ich glaube, ihr steht mir zu! Es sind Leute von Krymov. Boris Soslanovic. Krymov, diese Scheißratte. Und ihn haben sie nicht verhaftet? Nein, ihn nicht. Ist der Tisch gedeckt? Ja. Gut, ich will deinen Typen sehen. Ich habe ja gesagt, er ist gut. Zu gut. Bring ihn her. Heute um 7. Der gespürt was. Er kann deinen Mann nicht zu seiner Hinrichtung schicken. Und das Risiko besteht. Aber wenn er nicht auftaucht, kann er auch zusperren. Egal. Was sagt denn Ihr Mann dazu? Der ist ja wieder Hund, der will hin. Ist die ganze Firma verwanzt? Das ist aufs letzte Scheißhaus. Dann begleiten wir ihn. Zwei LKWs, in einem das Einsatzkommando, im anderen ein Observierungsteam mit dem Nico. Wir müssen nur schauen, dass wir irgendwie auf das Gelände kommen. Wir beschaffen uns die Frachtpapiere und den ganzen anderen Scheiß. Und wir haben ungefähr 5 Stunden Zeit. Das geht's ja aus. Was ist? Wollen wir? Na los. Naja. Sag mal, kannst du nicht dran, gell? Was ist? Ja, den Krankenwagen haben sie überfallen. Scheiße. Puh. Saubere Arbeit. Und warum ist der, wie heißt der nochmal? Valmirnano. Warum ist denn der so wichtig? Der ist der Finanzchef der Intercom, der weiß alles. Geldströme, Finanzen, Konten. Der ist das Nervenzentrum. Wer den liquidiert, der weiß, was er tut. Die waren mit 3 Autos unterwegs. Lauter. Die 2 Vorderen haben den Krankenwagen in die Zange genommen und von der Straße gedrängt. Aus dem letzten Fahrzeug ist dann einer rausgesprungen, hat die Tür aufgerissen und von hinten eingeschossen. Gibt's eine Täterbeschreibung? Männlich, kräftig, dunkler Trainingsanzug, Kapuzen am Kopf. Was ist mit den Autos? 2 schwarze Geländewagen, einer davon mit Silber und der schwarze S-Klasse. Davor auf dem Rettungswagen hat sich sogar Kennzeichen gemerkt. Das ist aber gestohlen, hab ich schon nachgeschaut. Möchtest du mit dem reden? Nein, nimm du das auf. Ja, mach du das. Wir müssen. Einsatzbesprechung um 7 Uhr. Genau dort. Gott sei Dank, dass wir uns frisch machen. Viel Spaß. Du mir? Hey, bitte. Guten Morgen. Morgen. Was ist das denn? Unser Kühlschrank spinnt. Ist er auf Abtauen? Nein. Pass auf, da ist alles nass. Ich mach's schon. Danke, bis dann, Schatz. Stress? Ciao. Ciao. Sind Sie froh, wenn Sie ihn kriegen? Servus, Moritz. Komm rein. Kollege Eisen, die Herrschaften Operation hier. Kollege Czermak, der Leiter der Operation. Morgen. Morgen. Kaffee? Ja, gern. Also, die Übung steht und fällt mit Ihren Ermittlungsergebnissen. Wenn die was taugen, wird damit unser Mann im Syndikat profilieren können, wenn wir sie verwenden. Wenn nicht, dann nicht. Und eins ist klar, Sie werden keinen Kontakt zu unserem Mann haben. Sie werden nicht wissen, wer er ist, wie er ausschaut, was er tut. Was, wann und wie Ihre Informationen an ihn gehen und was er davon dem Syndikat steckt, das entscheide ich als der verantwortliche Führungsbeamte und sonst niemand. Unser Kaffee, unsere Regeln. Sie halten das, wie Sie wollen. Wir müssen nur wissen, welche Informationen wir an das Syndikat geben und wann. Weil so einen Angriff lassen die nicht auf sich sitzen. Die wollen Rache. Na und? Sehen Sie die roten Punkte da? Belgien 3, Holland 3, Deutschland hat 5, 4 in Frankreich, Skopje, Pristina, E1, Slowakei hat welche und so weiter und so fort. Ja, er ist schon da. Okay. Chef kommt gleich. Willst du was trinken? Ja, bitte. Wasser. Danke. Ci piove che portò qua?
Und der Opa, was hat Jonas da? Dein Albanisch ist scheiße. Du solltest daran arbeiten. Es ist deine Muttersprache. Naja, Großmuttersprache. Du bist sehr gut informiert. Was mich an dir interessiert, woher sind deine Informationen? Bitte. Das ist Kunde. Was ist? Don. Polizist. Seine Tochter ist drauf. Damit sie fürs Zeug nicht am Strich geht, kommt er zu mir. Verstehe. Security nähert sich. 10 Meter. Wie heißt er? Der Name. Ist Geheimnis, habe ich versprochen. Der Name. Information war korrekt, oder? Ich habe geliefert, gute Ware. Quelle ist mein Geheimnis. Du machst dir nicht die Regeln. Aber ich halte Versprechen. Meine Leute haben von mir keine Geheimnisse. Also der Name! Ich habe versprochen. Es ist Eisner. Ich weiß es. Seine Tochter ist drauf. Ist sie doch, oder? Du gefällst mir. Du hast Mut. Und du hast mir sehr geholfen. Dafür hast du dir etwas verdient. Du willst ein paar Clubs beliefern. Da wird was frei. Willst du das? Ja. Er will. Schön von ihm. Du bekommst 20 Kilo, 150.000 Anzahlung. Hast du das? Sicher. Gut. Ich habe eine Bedingung. Du holst die Ware selbst. Du musst deinen eigenen Arsch hinhalten. Okay. Bitte, der Herr Doktor ist gleich bei Ihnen. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Nein, danke. Morgen. Verzeihen Sie, dass ich Sie warten ließ. Wurde Ihnen schon etwas angeboten? Ja, danke. Ich will Ihnen vorweg versichern, ich werde alles tun, um Sie in Ihrer Arbeit zu unterstützen. Bitte. Haben Sie eine Vermutung, wer hinter diesem Angriff stehen könnte? Nein, nicht die geringste. Hatte der Herr Nano Feinde? Valmir Nano war mein Finanzchef und mein Freund. Sein Tod ist ein schwerer Verlust für unsere Firma und bestürzt alle sehr. Aber treffen wollte man mich. Und wer könnte daran Interesse haben? Ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass ich einen Freund verloren habe und 2 andere Leute. Und dass ich auf meiner Eingangstür gezählte 7 Einschüsse habe. Kaliber 9 mm, Parabellum würde ich sagen. Wissen Sie, woher das Wort Parabellum kommt? Civis pacem, parabellum. Wenn du Frieden willst, so rüste zum Krieg. Ich bin gerüstet. Und sie werden mir sagen, gegen wen. Krieg? Haben Waschmaschinen und Kühlschränke? Machen wir uns da nichts vor. Ich habe mir in der Vergangenheit viele Feinde gemacht. Dass sich ein Sonderermittler des Innenministeriums um diesen Fall kümmert, verdanke ich auch dieser Vergangenheit. Herr Eisner, finden Sie diese Leute. Sie werden es nicht bereuen. Bitte schön. Also das ist seltsam. Der Müllabfuhr fehlt kein Wagen. Das gibt's ja nicht. Was ist denn das für eine Sauwirtschaft? Die Müllabfuhr hat keine Sauwirtschaft. Die hat ein Fuhrparkmanagement. Da gibt es das nicht, dass ein Wagen fehlt und keiner merkt was.
Also, sagen's. Bernhard, der Müllwagen ist auf der Aufnahme drauf. Woher soll ich das wissen? Zeig's mir und ich kenne mich aus. Schlecht schaut's aus. Danke. Bitte. Du schau. Das ist genau das, wovon wir heute in der Nacht geredet haben. Sehr professionell, die Herren. Musst du das wirklich noch antun? Es geht noch 5 Tage. Bitte. Hey. Reisner? Ja. Guten Morgen. Ich komme wegen Kühlschrank. Ihr Chef schickt mich. Ach so, ja. Kommen Sie her. Der ist tot. Kann man den reparieren? Das da? Steinzeit. Und Verbrechen an der Umwelt. Mit dem neuen Gerät sparen Sie mehr Strom, als es Ihnen kostet. Ja, aber was kostet der? Das ist günstig. Für Polizei. Außerdem muss ich sagen, Gerät ist zweite Wahl. Was heißt zweite Wahl? Nur erste Wahl für intelligente Menschen wie Sie. Gerät hat einen kleinen Kratzer auf der Rückseite und schon zweite Wahl. Menschen wollen makellos, aber das Leben ist nicht makellos. Wir haben alle kleine Kratzer. Oder? Ja, ja. Ich nehme den. Morgen. Morgen. Mit, schaust du aus? Warst du doch in Diamond Times? Na komm, lass mich. Das ist was Neues. Allerdings, die Interpol hat uns was geschickt. Diese Yarigin haben sie vor allem im Tschetschenienkrieg eingesetzt. Dort sind größere Bestände in die Hände von Rebellen gefallen. Seitdem tauchen sie in ganz Europa auf. So auch bei uns, bei diesen Herren hier. Und wissen wir, wo die sind? Ja. Der sitzt in Deutschland, der ist unbekannten Aufenthalts. Und die zwei hier, Soslanovic und Kaspolatovic, arbeiten in Wien für diesen Herrn hier. Krümhoff, Timor. Krümhoff, das sagt mir was. Ja, er kontrolliert das Rotlicht im Zweiten. Genau. Ja. Und der drängt massiv ins Drogengeschäft. Also, so sagt man halt. Und wo findet man den? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Muss ich nachschauen in die Akten. Danke. Gut. Bin gleich wieder da. Morgen. Guten Morgen, Moritz. Danke für... Security clean. Oh. Danke. Super. Sehr gut. Wunderbar. Danke. Hallo, das ist die Mailbox von Claudia. Sag was drauf. Danke. Und der Zio hat ihm tatsächlich 20 Kilo zugesagt. Feinstes Heroin, höchstpersönlich. Vorzeugen und auf Band. Gut. Moritz, sobald wir wissen, wo es hingeht, fährst du vor. Du hältst den Kontakt mit den Kollegen vor Ort. Die werden von mir avisiert. Wir greifen uns den Zio, und zwar in dem Moment, wo sie unserem Mann den Laster mit dem Stoff übergeben. Damit haben wir ihn. Das war gute Arbeit. Bot sich aus. Immer gern, meine Herren. Hast du den Verdeckten erkannt? Ja, sicher. Ich meine, ich hätte auf jeden Fall dafür gesorgt, dass du weißt, wie er ausschaut. Das heißt Tarnfirma, ausgerechnet ein Geschäft für Kühlschränke hat und deiner eingeht. Also, das war natürlich... Ein Glück. Genauso wie die Drogenschicht von der Claudia ein Glück war. Ich trottel, ob er wirklich glaubt, dass du dich interessierst, wie es ihr geht. Aber nein, sie war ja nur nützlich für dich.
Und mich hat's zum idealen Ermittler für die Operation Hiob gemacht. Weil nämlich dem Eisner sein Kind am Gift hängt und deswegen verkauft er die Informationen. So einfach ist das für euch. Moritz, du... Herzl, warum hast du mir nichts gesagt? Hat sich einer von euch überlegt, was passiert, wenn die das überprüfen? Hat sich das einer überlegt? Moritz, wir hören doch immer mit. Ja, super, dann kannst du mir vielleicht sagen, wo die Claudia jetzt ist. Weil ich erreiche sie nämlich nicht, seit ewig. Das eine schwöre ich dir. Wenn meiner Tochter was passiert, dann gnade euch Gott. Der Grimhoff ist tot. Da? Vor einer Viertelstunde in einer Sauna in Burgersdorf. Mit einer Makarov. Moritz, bitte, der Grimhoff. Vor einer Viertelstunde. Wer hat die Weisung gegeben, ihn nicht zu verhaften? Moritz. Das Arschloch soll sich das anschauen. Wer soll sich das anschauen? Komm, bitte. Wegen der Claudia. Gib eine Handybeilung raus. Das ohne Gerichtsbeschluss? Bernhard, das ist jetzt egal. Gefahr im Verzug. Also gut. Moritz. Wenn du das morgen nicht machen willst, dann... Was wird das ändern? Wir haben nur 23 Minuten gehabt, um ihren Mistwagen wegzufahren, in ihre Autos zu wechseln und die Rettung abzupassen. Das heißt, die können nicht mehr als 2-3 Kilometer gefahren sein. Da ist der Kreis. Und irgendwo da drinnen muss der Mist-LKW sein. Ich habe alle Streifen angewiesen, Ausschau zu halten. Gut. Danke, Bernhard. Ich kann nicht mehr. Bin seit 40 Stunden auf. Schlaf dich aus. Sag mal, wie hat dieses Buff nochmal geheißen? Diamond Times. Aber schlaf lieber zu Haus. Wirst mir echt abgehen. Ins Bett. Du hast uns morgen wieder Rückenschmerzen. Nee, bitte, lass mich doch einfach liegen. Aber komm bitte. Hey. Reisner? Ja. Guten Morgen. Ich komme wegen Kühlschrank. Ihr Chef schickt mich. Ach so, ja. Kommen Sie her. Der ist tot. Kann man den reparieren? Das da? Steinzeit. Und Verbrechen an der Umwelt. Mit dem neuen Gerät sparen Sie mehr Strom, als es Ihnen kostet. Ja, aber was kostet der? Das ist günstig. Für Polizei. Außerdem muss ich sagen, Gerät ist zweite Wahl. Was heißt zweite Wahl? Der erste Wahl für intelligente Menschen wie Sie. Gerät hat einen kleinen Kratzer auf der Rückseite und schon zweite Wahl. Menschen wollen makellos, aber das Leben ist nicht makellos. Wir haben alle kleine Kratzer. Oder? Ja, ja. Ich nehme den.